Die Amazon Prime-Kunden unter euch werden wohl das Automobilmagazin The Grand Tour kennen, das seit November 2016 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Der von Jeremy Clarkson und Andy Willman produzierte Nachfolger der Kult-BBC-Sendung Top Gear. Top Gear hatte schon öfters mal Auftritte in Spielen wie Gran Turismo 6 oder Forza Motorsport. Genau auch diesen Ansatz hat Amazon bei The Grand Tour gesehen. Aber nicht so, wie es Top Gear gemacht hat. Und wie dieser Ansatz aussieht, schauen wir uns am besten direkt im Spiel rein. Wer unter euch schon Top Gear kennt und lieben gelernt hat, wie ich zum Beispiel, wird The Grand Tour als einen Abklatsch und eine Nachmache ansehen. Beide Konzepte sind sehr ähnlich aufgebaut. Sogar so ähnlich, dass die BBC gewisse Elemente vorab anklagte, weil diese das Top Gear Konzept kopieren, zum Beispiel das mit den Gästen. In Bezug aber auf Gaming geht man andere Wege. Ist Top Gear mit ihrer Strecke und ihrem Markennamen in Spielen vertreten, geht Amazon daran, direkt ein komplett eigenes Spiel zu entwickeln. Aber The Grand Tour, The Game, will kein extra Gran Turismo Forza Racing Simulator sein. Nein, man geht einfach hin und macht die Sendung interaktiv. An sich ein recht interessanter Ansatz. Somit stellt sich Amazon gar nicht der Konkurrenz auf dem überfüllten Markt der Rennspiele. Das, was uns Gran Turismo, Forza, F1, Dirt und so weiter bieten, fällt bei The Grand Tour weg. Und da fragt man sich natürlich, was bleibt einem dann noch übrig? Und bei The Grand Tour Game ist dies leicht erklärt. Wir haben die Sendung, die wir, wenn wir sie schon kennen, nochmals anschauen dürfen. Und dürfen bei gewissen Abschnitten selbst ans Lenkrad und die Herausforderungen meistern. Herausforderungen wie Zeitfahren, Drift, Drag oder Duell. Dabei wird einem sehr schnell auffallen, dass The Grand Tour eher wie eine dünne, getarnte Anzeige für die Show ist. Und dann noch nicht mal eine so gute. Gut, ihren Werbezweck erfüllt sie wohl, aber optisch gibt es schon Besseres. Zudem ist dann auch der Umfang eher mau. Aber gut, es ist kein Vollpreisspiel, also sollten wir vom Spiel nicht zu viel erwarten. Vor allem versucht uns ja Amazon hier etwas zu verschleiern, und zwar genau den relativ geringen Umfang. Zu Beginn dachte ich so, nice, alle drei Staffeln, alle Folgen kann ich nachspielen, aber weit gefehlt. Ich hatte noch die Hoffnung, dass Amazon eventuell noch was nachliefert, weshalb wir auch mit unserer Review noch etwas gewartet haben. Aber es kam nichts, bis auf die Folgen der dritten Staffel, die nach und nach jeden Freitag freigeschalten wurden. Aber in Staffel 1 und Staffel 2 ist und bleibt es irgendwie nur bei einer Episode. Warum? Ich habe hier echt das Gefühl, dass hier über die Hälfte an Inhalt fehlt. Und da hilft es auch nicht, dass es einen lokalen Multiplayer gibt, denn einen online-basierten, der bei aktuellen Spielen nicht mehr wegzudenken ist, der fehlt zudem auch noch. Zudem geht Amazon hin und steckt das Spiel mit den Clips der Sendung voll. Wir erhalten ca. pro Episode 40 bis 50 Minuten Spielmaterial. Reduzieren wir dies und nehmen das Sendungsmaterial heraus, haben wir eventuell nur noch so 10 bis 20 Gameplay-Minuten. Fakt, beim Umfang brilliert The Grand Tour Game schon mal nicht. Und dies setzt sich zudem auch grafisch und im Gameplay fort. Amazon Game Studios hat sich hier voll und ganz darauf konzentriert, die Fahrzeuge in einem sehr guten Licht darzustellen. Und dies ist ihnen auch recht gelungen, ja? Die edlen Schlitten sehen sehr gut aus. Aber das Drumherum, haut keinen vom Hocker. Zudem frage ich mich immer aufs Neueste, was hat Amazon da mit dem Ebola-Drum angestellt? So sieht der doch nicht in der Sendung aus. Was macht da diese Begrenzung, dieses Scheiß? Was soll der Käse? Hinzu kommt die Fahrphysik, die grausam schwammig ist, selbst für einen Arcade-Racer. Dann noch der Gummiband-Effekt, der mich bei einem Rennen echt zur Weißglut gebracht hat. Wie soll man 100 Meter Vorsprung haben, wenn der Gegner wie ein Gummi circa 10 Meter hinter einem klebt? Wie geht das? Ach ja, zurück zum Ebola-Drom. Zeiten, die wir dort mit den Fahrzeugen erreichen, werden daraufhin nicht in der Sendung übernommen. Egal welche Zeit wir erreicht haben, in der Sendungsszene, wo die Zeiten, die Zeittabelle angezeigt wird, kommt unsere Zeit gar nicht vor. Da wird irgendwie eine Random-Zeit, die halt eben schon in der Sendung damals drinne war, gezeigt. Wo ist der Zusammenhang? Das hätte man deutlich besser machen, vor allem da die
Tabelle extra gezeigt wird. Also nicht, dass man halt eben das Studio und die Tabelle sieht, sondern man sieht nur die Tabelle. Und bei diesen ganzen Punkten bin ich echt sprachlos. Amazon hat groß investiert, Entwicklungsstudios wie Double Helix einverleibt, eine eigene Game Engine auf Basis der CryEngine erschaffen und fleißig Personal abgeworben. Wie zum Beispiel Greg Sullivan, der zuvor bereits maßgeblich am Arcade Racer Burnout bei Citarian Games beteiligt war und später noch bei Ghost Games an Need for Speed. Aber schieben wir mal das jetzt alles an die Seite. Konzentrieren wir uns jetzt auf eines, und zwar auf unsere Wertung. Auf der Pro-Seite haben wir eine Konzeptidee, die eng verknüpft ist mit der Sendung. Verschiedene Herausforderungen, lizenzierte Fahrzeuge und ja, lokaler Multiplayer mit Split Screen. Auf der Kontra-Seite geringer Umfang, technisch und optisch Mittelmaß, nur eine Fahrerperspektive, die erreichten Ergebnisse auf dem Ebola-Drom haben keinen Bezug zur Sendung oder kommen da noch nicht mal richtig vor. Kein Online-Multiplayer, nur Englisch mit Untertitel. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 6,0 und mein Schlusswort zum Spiel. Amazon hat mit dem Spiel The Grand Tour nur ein zweitklassiges Werbespiel auf die Strecke gestellt. Der geringe Umfang, die mittelmäßige technische und grafische Umsetzung schaden eher der Serie, statt ihn in ein besseres Licht zu stellen. Dann lieber doch den Weg gehen, den Top Gear geht, und zwar Markenpräsenz in etablierten Rennspielen. Ja, das war mal wieder eine Review von uns, diesmal zum Spiel The Grand Tour Game. Und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Wie natürlich auch über eure Kommentare. Vielleicht habt ihr es ja schon gespielt, dann schreibt es doch bitte da rein. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt. Und ich wünsche auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.